Hallo, hallo Leute, hier ist Marco von Session Music, der Basskanal, ist wieder am Start. Es waren eindeutig zu viele Kaffee von Peter. Peter hat mir jetzt gerade 2 Espressi gemacht. Ey, Daumen hoch, mal lieber. Und ihr seht, was das für Auswirkungen halt mit sich bringt, wenn man zu viel Espresso trinkt. Leute, heute was ganz Cooles im Basskanal. Dieses kleine Kästchen hier. Wir sind wieder in Session Music, Basskanal, Effektenwelt unterwegs. Und heute lege ich euch etwas ans Herz, was wirklich ja, ebenfalls in keinen Bassistenhaushalt fehlen sollte. Und zwar von Tech21 Soundsamp Bass Driver DI. Ja, Leute, das ist ein Klassiker. Das Ding, das muss man einfach haben. Also ich meine, der Bassist, der das Ding am Start hat, wie soll ich sagen, dem fehlt wirklich was. Wartet einfach mal nächste Weihnachten ab oder vielleicht, wenn ihr mal ein paar gute Noten in der Schule schreibt, lasst euch mal von euren Eltern was schicken oder wenn eure Frau wirklich nicht weiß, was sie euch schenken soll. Hier, bietet sie euch mal dieses irgendwie euch schenken lassen, weil das ist wirklich ein cooles Teil. Das Ding gibt es schon seit einigen Jahren. Das ist zum Beispiel mein, ja. Mein Teil, das habe ich glaube ich schon seit 14 Jahren oder sowas. Sah früher ein bisschen anders aus, ist schon wirklich sehr viel rumgekommen. Bringt sehr, sehr viele Sachen wirklich mit sich. SL bedeutet Stage Left, deswegen war halt immer auf einer Produktion vor ein paar Jahren dann auf der linken Bühnenseite. Und zwar immer von der Bühne aus gesehen, sagt man das. Stage Left ist quasi dann von vorne gesehen von euch an Stage Right, logischerweise. Aber anyway, ein paar kleine Geschichten. Ansonsten habe ich hier die komplette Soundsamp Bass Driver Familie mal mitgebracht. Also mein Teil quasi in Vintage-Ausführung. Dann das kleine Ding in programmierbar. Version 1 und in programmierbar Version 2 in der Deluxe-Version. Aber widmen wir uns einfach mal diesem kleinen Kästchen mal zu. Dieses kleine Kästchen kann einiges. Ja, man muss sagen, das ist wirklich so ein Megatool für alle Leute, die zum Beispiel live spielen. Alle Bassisten, die live, ihren Sound ein bisschen aufbessern wollen. Alle Leute, die gerne aufnehmen, sei es halt eben in einem richtigen Studio, was natürlich kaum noch gibt, oder halt eben zu Hause auf der Soundkarte. Das Ding ist voll analog, ja, das bedeutet kein Digitalkram drin, sondern richtiges Zeug, was richtig gut klingt. Und es bietet halt eben mehrere Geschichten in sich. Als allererstes ist es eine super DI-Box, ja. Hier XLR-Ausgang. Dann ist es ein super geiler Preamp. Man kann das Ding zum Beispiel direkt an eine Endstufe anschließen. Dann ist es halt eben ein sehr, sehr guter Zerrer. Ja, man kann richtig geile Zerr-Sounds mitmachen. Es ist ein sehr guter Equalizer. Man kann halt eben seinen Sound eigentlich sehr, sehr gut färben damit. Hier mit der Klangregelung ist zwar wirklich spartanisch irgendwie aufgebaut, aber sehr, sehr effektiv. Dann ist es zum Beispiel auch eine Schallzentrale für euer Pedalboard. Ja? Man kann das weiterhin auch zum Beispiel halt auch zum Aufnehmen auch mal für eine Akustikgitarre nehmen. E-Gitarren klingen zum Beispiel hervorragend darüber. Ja, man kann so richtig schöne Nile Rodgers schickmäßige, clean, funky Gitarren mit aufnehmen. Leicht angezerrte, ja, Paulas gehen auch sehr gut. Wir haben sogar uns mal den Spaß gemacht hier bei einer Produktion, über das Ding zum Beispiel eine Bassdrum und eine Snare schön anzuzerren, also quasi über einen Direct-Out-Kanal wieder raus, durch das Ding einfach eingeschickt und dann einfach schöne, böse Techno-Zerre drauf gemacht. Man kann einiges damit machen. Relativ rauscharm das ganze Gerät, sehr effektiv gebaut, mit wirklich ein paar guten Features, die ich jetzt euch mal erklären möchte. Fangen wir einfach mal an. Hier ist eure Input-Buchse, da steckt ihr euer Instrument rein. Und dann geht es hier raus. Wir haben heute extra für euch einen kleinen Aufbau gemacht, wo wir sowohl das direkte Signal des Basses haben. Dafür haben wir hier unten auf dem Boden eine ganz normale passive Palmer DI-Box angeschlossen. Eben habt ihr mein grandioses Intro. Das war Espresso, wie würde ich es sagen? Was meinst du, Peter? Nee, das war Espresso Speed Foodling. Nummer 1 Version, was haben wir heute? Montag, gell? Es ist 12 Uhr, Leute. Da geht's nicht anders. Und außerdem, wie ihr seht, ich habe mich am Samstag hier schön verletzt. Ich habe mal schön einen Karabinerhaken in den Finger reingehauen und bin ein bisschen handicapped. Deshalb halt alles heute mal eher mit einem Plektrum oder naja, mit ein bisschen Fingersound. Also, hier rein geht der Sound jetzt. Ihr habt also quasi gehört den direkten Sound des Basses plus das Signal vom Soundsamp mit Effekt, also mit dieser Zerre und den Lautsprecher hier vorne
von der 410er-Box, unserer geliebten Tech-Amp-Box, die wir mit einem Sennheiser 421 abgenommen haben. Ich werde nachher ein paar Linien spielen, wo wir zum Beispiel nur den direkten Sound hören, ohne das Teil. Dafür muss dann halt dem Fabio hier schön an- und ausblenden. Das macht er aber dann einfach beim Editieren, also bei der Post-Production. Dann haben wir hier einen Ausschalter, sehr massiv, ja, muss man sagen. Leute, das Ding ist schon seit 14 Jahren im Einsatz. So sieht das Ding aus, wenn er 14 Jahre alt dem hin und her, hier überall mit Klett und Dreck. Zwei Schrauben fehlen schon, sehe ich gerade. Hui. Anyway, so sieht das Teil halt eben aus nach ein paar Jahren Benutzung. So sieht es halt eben aus, wenn ihr das bei uns kauft. Ja? Dann haben wir halt eben eine LED, die halt eben den Status anzeigt. An oder aus, ganz einfach. Logisch, muss man ja, sonst wissen nicht, was Sache ist. Ferner haben wir einen, ja hier, Parallelausgang, ganz klar. Hier geht der Bass rein, da geht er direkt raus, ohne irgendwelche Verfärbung, ohne Effekt. Das bedeutet, hier geht halt eben direkt, halt eben hier auf eine DI-Box gehen oder beispielsweise direkt an Amp, falls ihr das Ding nicht mit auf den Amp haben wollt. Dann haben wir hier die eigentliche Effektsektion. Fangen wir mal hier an. Level ist sozusagen, wie laut ist der Unterschied zwischen Effekt an, Effekt aus. Das bedeutet, entweder hier macht halt eben einen großen Lautstärkepegelunterschied oder einen kleinen Lautstärkepegelunterschied, je nachdem, wie ihr es braucht. Das bedeutet, ihr könnt das Ding immer anlassen, quasi als Dauersound. Oder ihr sagt halt eben, ich benutze es halt eben als Zerre. Dann müsst ihr hier quasi die Lautstärke mit und ohne regeln. Blend ist das Mischverhältnis zwischen Effektsignal und trockenes Signal. Also hier, von euch aus hier so quasi dann links, wäre halt eben dry, also ohne irgendwas. 50-50 in der Mitte logischerweise. Und hier, dann von euch aus gesehen, dann rechts, wäre halt eben nur Sandsamp-Signal. Das kann man einstellen, wie man will. In der Bedienungsanleitung sind da so ein paar kleine Beispiele, die ich euch wirklich auch wirklich nahelegen würde, denn dann kann man wirklich so sehen, was machen denn die einzelnen Regler, wenn man die halt eben so ein bisschen dreht. Ansonsten sind da euch wirklich halt eben keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt da wirklich schalten, walten, drehen und machen, wie ihr Bock habt. Das Ding klingt immer irgendwie gut. Höhen und Bass, also hier Treble, Bass Regler. Ihr findet keine Mittenregler. Das ist bei dem Gerät so gestaltet, dass wenn man beispielsweise hier das Ding auf, ne, auf 50% stellt oder auf 12 Uhr stellt, dass man einen, sozusagen einen relativ linearen Eingang hat. Je nachdem, beziehungsweise abhängig immer von diesen Regler hier. Wenn ihr natürlich viel von diesen Soundsamp mit hineinmischt, ist ganz klar, dann färbt es halt dementsprechend mehr. Weniger würde bedeutet weniger Färbung, mehr Originalsignal und natürlich auch weniger Klangregelung. Die Mittenregelung erfolgt hier wie folgt. Wollt ihr zum Beispiel eine Mittenanhebung haben, ja, dann müsst ihr zum Beispiel einfach nur hier Bässe und Höhen leicht zurückdrehen. Dadurch ergibt sich halt eben eine automatische Mittenanhebung. Wollt ihr die Mitten absenken, müsst ihr einfach Höhen und Bässe dementsprechend einen Tick anheben. Dadurch ergibt sich schon so ein schöner Scoop, also so eine kleine Badewanne, ja, die halt eben dann dementsprechend halt eben dann klingt. Ist eine reine Geschmackssache. Bei den meisten Ami-Produktionen wird das Ding verwendet, denn es ist unkompliziert. Man checkt es rein und hat automatisch einfach vorne am Pult einfach ein amtliches Signal. Wie gesagt, auch da müsst ihr ein bisschen probieren. Präsenz, das ist so etwas wie bei einem Röhrenamp. So ganz oben der Bereich, wo normalerweise so ein bisschen die harmonische Verzerrung geschehen. Ja? Also ihr könnt ja zum Beispiel, wie ihr wisst, oder vielleicht wie ihr nicht wisst, einen Röhrenamp schön anzerren und es klingt trotzdem schön angenehm in den Ohren, als beispielsweise, wenn ihr zum Beispiel einen Transistoramp zerrt. Das klingt dann nicht mehr so schön und angenehm. Also die Präsenzen, das hat jetzt so ein bisschen so die Obertöne dazu. Das Ganze wird ein bisschen klarer. Das ist wirklich etwas, mit dem ihr wirklich den Sound generell ändern könnt. Ich werde euch natürlich gleich demonstrieren, was damit Sache ist. Und dann haben wir Drive. Das bedeutet eben, ja, Gain. Oder ihr könnt einfach ein bisschen mehr anzerren oder halt einfach weniger anzerren, je nachdem. Das Ding kann man nehmen auch als Clean Boost. Das Ding kann man nehmen, um eine Endstufe anzusteuern, wenn man zum Beispiel keinen Preamp haben möchte, denn das Ding ein vollwertiger Preamp ist. Ihr Ding könnt ihr halt eben als Zerrer nehmen, um beispielsweise schöne, krasse,
ja, Placebo-Muse-ähnliche Sounds zu fahren. Ihr könnt das Ding aber beispielsweise als generellen Sound für euch nehmen. Zum Beispiel, ihr habt einen Transistor-Amp, der so ein bisschen kalt klingt. So etwas gibt es ja leider. Ja. Dann könnt ihr das Ding einfach damit ein bisschen aufpumpen und dem Sound ein bisschen mehr Wärme hinzufügen. Dann haben wir hier noch ein paar kleine Mini-Mäuseklavier-Schalter. Und zwar, hier ist der Output-Schalter. Das bedeutet der hier. Ja. Der wird halt dem dann einfach geschaltet. Das ist einfach nur eine Anhebung und Absenkung. Wenn ich also jetzt hier, wie jetzt hier, direkt in den Amp reingehe, schalte ich den Output auf Instrument. Dadurch kann ich halt dem dann einfach die genaue Anpassung am Amp vornehmen. Line würde ich wählen, wenn ich von hier aus in eine zweite DI-Box gehen möchte, um zum Beispiel dem noch einen anderen, ja, Kanal halt dem anzufahren. Vielleicht einen Effektkanal, der halt dem vom Pult aus gesteuert wird. Je nachdem. Hier habt ihr dann nochmal einen Schalter, ob zum Beispiel das hier, ja, ob zum Beispiel dem der Pegel, der aus der XLR-Buchse rausgeht, ob der dem Line, also etwas schwächer ist oder beispielsweise etwas stärker, je nachdem, wie ihr das braucht. Die 12-Uhr-Stellung ist sozusagen die Ausgangsstellung für uns, damit fangen wir mal an. Fabio, ich möchte gerne, dass du jetzt ab jetzt erstmal dann den trockenen DI-Signal erstmal wegschaltest, also trockene DI dann weg. Cleaner Signal von dem Teil hier halt dem, ohne Effekt. Ihr hört halt dem, das Signal halt dem, was aus dem Speaker hier rauskommt, abgenommen mit dem 421er. Heute haben wir auf den Hochtöner mal verzichtet, denn das ist etwas, was die meisten Leute eh nicht abnehmen. Also heute, das wäre mit Finger. Leute, verzeiht mir, ich bin echt ein bisschen gehandicapt hier. Ich kann wirklich nur mit den Fingern spielen. So, das Ganze ist halt eben ohne Soundsamp. Jetzt schalte ich den Soundsamp mal an. Eine deutsche Pegeländerung wird sich halt eben dann logischerweise zeigen, aber das Ding reagiert schon so ein bisschen so wie so ein Amp. Guck mal, wenn ich hier. Und wenn ich etwas mehr reinhaue, dann zerrt es schon. Das bedeutet, ihr könnt wirklich euren Transistor-Amp, den ihr habt, wirklich damit ein bisschen pimpen. Das bedeutet, gebt ihm ein bisschen mehr Seele. Jetzt habe ich die Höhen voll drin. Jetzt mache ich das Ganze zum Beispiel mit etwas, mit einem My Living Sounds, Jazz Bass, beide Pickups voll aufgedreht, Höhen komplett weg. Und schon hört ihr halt eben viel powern, also viel reinhauen. Verhält sich wie ein Röhrenamp. Das gibt auch der Hersteller auch so weiter, dass dieses Gerät sich wirklich sehr, sehr analog zu einem Röhrenamp verhält. Das bedeutet, wenn ihr mehr reinhaut, gibt es dann dementsprechend mehr Zerre oder halt eben weniger Zerre. Ja, das ist so 12 Uhr Stellung. Damit solltet ihr beginnen, wenn ihr euch das Teil nochmal holt. Damit arbeiten und sehen, wie kommt das zum Beispiel an, wenn ihr damit mal aufnehmt. Oder wie kommt es halt eben in euren Setup? Wie findet es halt dann eure Bandkollegen? Was sagt der Mann am Pult, wenn er plötzlich dieses Signal bekommt? Ja, sagt er, ey, scheiße, oder sagt er, ey, geil, mach weiter so. Oder mach mal ein bisschen mehr Höhen rein oder mehr, weniger Höhen, je nachdem. Einfach mal probieren. Wir gehen jetzt einfach mal von der 12-Uhr-Stellung mal alle Parameter einfach mal durch. Wir fangen mal beim Level-Regler an. Fabio, per favore. Genau, also 0 ist ja ganz klar. Also das wäre jetzt quasi eine 7-Uhr-Einstellung dann von euch aus gesehen. Wenig Pegel. Je mehr ich dazu drehe, je lauter wird es logischerweise. Das bedeutet natürlich hier, ja, ohne. So, das sind wir ungefähr gleich.
Jetzt habe ich halt eben das quasi wie ein Effektpedal angeschaltet. Nicht weggehen, bleib bei mir. Hier, wir müssen hier gleich weitermachen. Hier, und hier zum Beispiel Blend. Blendregler, ganz klar. Jetzt füge ich einfach dem Sound einfach den Soundstamp quasi dazu. Je mehr ich reingehe, je mehr entfernt sich halt eben der Sound von meinem originalen Bass-Sound. Jetzt bei 100% Soundstamp. Da merkt ihr schon, oh, hier schön klar. Sehr, sehr durchsetzungsfähig halt eben der Sound. Aufgepasst bei ultraflacher Seitenlage, da hört man wirklich jedes Schnarren. Wobei ich persönlich finde das nicht schlimm, wenn es so sehr schnarrt. Das hat irgendwie auch so ein bisschen Charme. Aber hier. Ich würde zum Beispiel dem das mal so einstellen. Also zwar mal jetzt mal auf 2 Uhr. Treble. Ja, ihr merkt schon, Höhen komplett weg. Jetzt wird es hier klirrend. Ist ein bisschen unangenehm, würde ich sagen, also gerade beim Plektrumspiel. Aber wie gesagt, das ist machbar. Ja, das bedeutet halt eben, der Regelweg des Höhenreglers ist wirklich sehr, sehr groß. Bass dementsprechend auch. Hier haben wir wieder unser berühmtes Banjo. Und wenn ihr ein bisschen dazu regelt, passiert wirklich einiges. Zum Beispiel hier schön viel Bass, wenig Höhe. So eine nahezu fast bekannte Basslinie. Man kann halt dem Instant Reggae Sound. Indem man einfach hier das Ding sich so einstellt wie ein Effektpedal. Ich sage, ich möchte gerne halt dem für 15 Nummern mal so einen Reggae Sound haben. Dann macht ihr bei euch einfach den Höhenregler weg am Bass oder die Höhen weg und dann regelt ihr halt dem hier einfach viel besser, etwas weniger Höhen dazu und schon halt dem ist Bob Marley am Start. Ja, ansonsten, wie gesagt, immer ausgehend von der Mittelstellung. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich drehe jetzt mal den Bass wieder höher. Wie gesagt, wir hören jetzt nur diesen Ausgang hier. Ja. Ich drehe jetzt mal gleichzeitig Bässe und Höhen weg. Regel einfach ein bisschen mehr von Sansim dazu. Und schon hat man einen relativ dreckigen Sound. Dieser Track, der halt dem jetzt hinzukommt, kommt einfach dadurch zustande, dass ich Höhen und Bässe etwas gecuttet habe und dadurch halt eben den Mittenbereich angehoben habe. Das bedeutet, wir sind jetzt mit Höhen und Bässe auf ca. 10 Uhr, Präsenz immer noch 12 Uhr. Wir haben hier den Level auf ca. 10 Uhr und Blend auf 16 Uhr. Drive habe ich jetzt mal so ca. auf 1 Uhr gedreht. An, Effekt. Aus Effekt. Ihr hört halt eben, das ist wirklich deutlich. Also man kann wirklich hören, was dieses Gerät mit dem Sound alles machen kann. Jetzt machen wir dasselbe umgekehrt. Wir heben Höhen und Bässe ein bisschen an. Und schon haben wir halt eben einen relativ cleanen Sound. Ja. Leute, ich kann echt kaum slappen, weil mir echt dieser Finger im Weg ist. So, und schon halt eben haben wir so einen sehr relativ cleanen Sound, der, wie gesagt, halt eben zum Slappen natürlich halt eben nur so, ja, überredet. Präsenzregler haben wir jetzt bisher, gehen wir wieder mal auf unsere 12 Uhr Stellung, damit wir wirklich wissen, was Sache ist. So, 12 Uhr. Der Präsenzregler ist hier und schon merkt ihr, der Sound wird ein bisschen so, naja, ich würde so etwas matter. Den Schleier mal weg, würde ich mal sagen. Ne? So mit Perwoll gewaschen oder einfach nur, das Ding ist einfach dann glasklar am Start. Man kann natürlich halt den ganz fiese Sounds machen. Ne? Das ist natürlich schon relativ böse. Ne? Weil wie gesagt, man hört da wirklich jeden Starren, aber es gibt Sounds, hört euch mal beispielsweise so Sachen an wie Placebo oder Muse. Es gibt so Sounds, die so wirklich so nach diesen ganz fiesen
Klängen halt eben auch irgendwie schreien. Ja? Mit sowas könnt ihr beispielsweise live oder halt eben bei euren Produktionen daheim oder im Studio wirklich halt eben locker machen, denn der Regelbereich des Präsenzregels ist wirklich sehr, sehr groß. Ich würde sogar sagen, dass der am meisten färbt von allen. Und deswegen ist er auch letztendlich halt eben auch wirklich mit voll zu genießen. Wieder auf 12 Uhr Stellung. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz. Fabio, nur einmal ganz kurz zu mir bitte. Der arme Kerl, muss die ganze Zeit hinknien. Ah ja, hier. Drive-Regler. Ja. Der Drive-Regler ist letztendlich halt eben der Grad der Verzerrung. Oder beispielsweise, wie laut würdet ihr euren Amp quasi anfahren? Zum Beispiel sehr, sehr zerrig oder beispielsweise hier. Ne, hier gebe ich ein bisschen mehr Pegel. Das Ganze halt eben. Wenig Drive, das bedeutet halt eben so gut wie gar keine Anzerrung. Oder ihr macht halt eben so eine Mischung, dass ihr halt eben so ein bisschen reintritt. Ist auch eine sehr gute Einstellung, die ich halt eben sehr mag. Ist halt einfach hier Level auf 14 Uhr. Blendregler ebenfalls auf 14 Uhr, die beiden auf 11 Uhr, den auf 12 Uhr und den hier, ja, würde ich mal sagen, so auf 10 Uhr. Und dann habt ihr so eine ganz, ganz leichte Zerre, die wirklich nur von eurem Abschlag abhängt. Das würde Das ist der Sound mit geöffneter Tonblende, das Ganze mit geschlossener Tonblende. Also man hört so eine ganz feine, leichte Verzerrung, wie gesagt. Die kann dann euer Mann am Pult entweder hinzufahren oder wenn ihr zum Beispiel zu Hause aufnimmt, nehmt ihr beispielsweise so wie hier eine Spur immer schön sauber auf und spielt die ganze Nummer, die ihr spielen müsst, einfach durch und dann mutet ihr den Part, den ihr halt eben dann nicht braucht und fahrt zum Beispiel die Zerre einfach dann in den jeweiligen Part, was ich, in die Strophe, in den Refrain oder in einen bestimmten Part, einfach die Zerre dazu. Wie gesagt, Möglichkeiten gibt es da echt wie Sand an Meer. Die Bedienungsanleitung gibt wirklich ein paar wertvolle Tipps. Das bedeutet, schlägt euch vor, wie solltet ihr das Ding platzieren? Das heißt, vor den Effekten, nach den Effekten. Die meisten Amis benutzen das Ding zum Beispiel einfach oben auf dem Amp drauf, quasi als letztes Glied ihrer Effektkette und gehen dann mit einem kurzen Kabel in den Amp rein und schicken halt das Signal rüber zum Pult. Das ist ein Standardding. Im Studio würde ich euch einfach mal empfehlen, kopiert euch einfach mal diese Seite von der Bedienungsanleitung, wo so Blankos, also da gibt es halt eben so Blanko-Einstellungen. Und dann schreibt euch einfach mal die Settings auf oder nehmt euer iPhone, fotografiert das Settings und schreibt unten drunter, was weiß ich, Espresso Suite, Peter hat einen Kaffee ausgegeben, Volumen Nummer 2 oder sowas. Ja, dann könnt ihr den dann genauso abgehen, dann morgens um 12 Uhr, wenn ihr was aufnehmen wollt. Also da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ich würde euch empfehlen, da euch hinzusetzen mit dem Teil, um wirklich zu experimentieren, denn das Ding schreit wirklich nach experimentellen Zuständen und man will da wirklich Schrauben drehen, machen. Wie gesagt, ich habe das Ding permanent im Einsatz. Das wandert von Paddleboard zu Paddleboard. Ich habe es auf jeder meiner Produktion, wo ich gearbeitet habe, immer dabei gehabt und konnte es wirklich erfolgreich einsetzen. Und es ist mega robust. Der Schalter ist immer noch dasselbe. Der Klang, ey, Leute, der ist einfach 1A. Wie gesagt, das Ding gehört wirklich in jeden Bassistenhaushalt. Mehr kann ich euch dazu erstmal nicht sagen. Es gibt das Ganze nochmal in einer programmierbaren Version. Das wäre halt das Ganze, da habt ihr quasi 3 Sounds, die ihr euch hier abrufen könnt. Ansonsten sind die Parameter die gleichen. Dann gibt es das Ganze nochmal in einer programmierbaren Version Deluxe. Was natürlich auch ganz cool ist, das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel hier mit 2 verschiedenen Instrumenten reingehen. Ihr habt 3 Presets, die ihr abrufen könnt. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, zum Beispiel halt eben auch einen Einschleif, also einen anderen Effekt einschleifen. Das bedeutet, je nachdem, was ihr braucht. Wir haben natürlich alles von Tech 21 am Start. Das Ganze gibt es auch als 19-Zoll-Effekt, dann nennt sich das Ganze RBI. Ist ein bisschen aufwendiger.
Das gibt es halt eben dann noch beispielsweise halt eben als programmierbare, dann ist halt eben dann das Tech-Driven PSA-Version. Die arbeiten alle mit denselben Schaltdinger, also mit denselben elektronischen Bauteilen. Ihr findet dieses Teil in den meisten Studios. Wir Bassisten, ja, ich würde sagen, für uns langt das normalerweise. Das Teil, wie gesagt, es ist einfach so ein Tausendsasser. Jeder Bassist, der auf sich zählt, sollte das Ding haben. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir mal die ganze Laberei mal heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt, das Ding mal antesten wollt. Oder ja, ihr könnt es einfach mal kaufen. Dann gibt es halt eben, wenn ihr es nicht haben wollt, innerhalb von 33 Tagen zurück. Da gibt es halt eben Geld zurück. Ganz klar. Und wenn es euch gar nicht gefallen sollte, wovon ich natürlich nicht ausgehe, dann könnt ihr es halt innerhalb von 66 Tagen natürlich umtauschen gegen was anderes vielleicht. Gegen sowas. Ja, das war halt dem Marco vom Session-Kanal. Kleine Effekt-Enzyklopädie, Volume 2 im Jahr 2013. Ich verabschiede mich von euch und verbleibe bis dahin mit einem